Ich geh! Geh raus! Ja, ist ja... gut, geh Alter. Raus jetzt, verpiss dich! Ist gut, ich bin weg, ich hol meine Sachen später ab, ne? Ich will deine Scheißstimme nicht mehr hören, geh und verpiss dich einfach! Ja, ist gut, wie oft willst du das noch sagen? Ich bin weg! Fresse, Alter! Wow, so einfach gehst du jetzt? Du hast doch gesagt, ich soll gehen. Wenn ich dir sage, dass du gehen sollst, dann heißt es nicht, dass du gehen sollst, sondern dass du bleiben sollst. Junge, bist du schwerhörig? Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich verpissen. Was denn jetzt? Soll ich gehen oder nicht gehen? Junge, geh einfach, geh. Ich will dich hier nicht mehr haben. Weißt du was? Ist okay, ich geh jetzt, ich geh. Ja, tschüss. Hast du mich überhaupt jemals geliebt, dass du jetzt einfach so gehst? Ich verstehe dich einfach nicht. Du sagst, ich soll gehen, dann gehe ich. Jetzt heißt es, ich soll nicht gehen? Was denn? Verstehst du nicht, wenn ich sage, geh, dass du erst recht bei mir bleiben musst? Also soll ich nicht gehen. Chalas, ich komme jetzt wieder rein, okay? Ja, endlich checkst du's. Ey, ich raste aus. Verstehst du kein Deutsch? Ich hab dir gesagt, du sollst dich verpissen. Okay, Moment. Ich soll mich verpissen? Ich soll mich aber doch nicht verpissen. Jetzt soll ich mich doch verpissen. Geh doch einfach. Ich will deine Fresse nicht mehr sehen. Checkst du das nicht? Okay, ich soll mich also doch verpissen. Dann geh ich jetzt, okay? Ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Tschüss, wir kommen nie wieder. Ja, ich komm nie wieder. Ich komm nie. Also so leicht fällt es dir, mich zu verlassen? Ich mach das nicht mehr mit. Ich bin fertig mit dir. So, du willst einfach auf mich scheißen und gehen? So viel bedeutet ich dir? Du machst mich fett. Ich soll gehen, ich soll bleiben. Was denn jetzt? Junge, steig sofort aus und komm zurück. Junge, verstehst du das nicht? Du sollst dich verpissen. Jetzt soll ich mich wieder verpissen? Du sollst gehen, hab ich gesagt. Ja, find ich auch. Ja, die fuck mich auch total ab. Ein Moment. Wie sieht's eigentlich aus mit dem Essen? Ich komme! Ey, Schatz, ist das dickflüssig genug? Warte mal kurz. Ist das dickflüssig genug? Ja, ist okay, muss noch ein bisschen. Was ist eigentlich mit dem Badezimmer? Hast du Badezimmer schon geputzt? Badezimmer, ich warte auf Jordan, der wollte vorbeikommen, dann kann er mir helfen, weißt du? Ja, beeil dich aber. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ey, Bruder, ich hab mal eine Frage. Ja? Ist das eigentlich normal, dass wir hier putzen? Wir sind doch Männer! Nee, doch, alles gut, ist okay so. Komm mit, weißt du? Du! Ja, der hat das nicht gecheckt, verstehst du? Ey, Bruder, ist das nicht deine Perle? Was machst du da? Musst du nicht zu Hause sein? Ja, doch, Schatz. Ich geh gleich. Ich bin nur ein bisschen mit Jordan hier, weißt du? Jetzt sofort, geh nach Hause. Egal, Bruder, ich muss weg. Fährst du mich nach Hause? Nee, ich hab keine Zeit. Nimm den Bus. Den Bus? Ja, okay, ich nehm den Bus. Weißt du, wann der Bus kommt, Bruder? Ich glaube in 10 Minuten. Renn lieber. Oh, der ist eigentlich sehr schnell. So schnell habe ich ihn noch nie gesehen. Hey! Ey, was tust du, Pisser? Wie rüppelst du hier an? Ey, sorry, Bruder, tut mir leid, das war nicht extra. Was für tut dir leid? Der Spasti hat dich extra angerempelt. Schatz, entspann dich doch mal, der hat das nicht extra gemacht, alles gut. Halt deine Fresse, bevor ich dir eine gebe, Junge. Ey, Bruder, entspann dich doch mal, ja, hör auf damit, Mann. Was für auf damit? Was willst du, du kleiner Hund? Ey, Mädchen, mich nicht schreien, geh mal weg. Ey, Schatz, hör auf damit, übertreib nicht, lass das jetzt. Lass mich mal los, mit wem redest du so, du möchtest gern Rambo? Ey, jetzt reicht's mir, red mal vernünftig, Mädchen. Du kleiner Bastard. Schatz, hör auf damit, bitte, Schatz! Ja, warte ab, kommt beide, Alter! Hör auf damit, komm Schatz! Komm her, du kleiner Hund! Komm her! Reicht doch jetzt! Reicht! Ich pack euch noch! Was machst du da? Was ist los mit dir? An wen hast du gerade gedacht? Hä? An niemanden. An wem soll ich denken? Ach ja? Hast du nicht von irgendeiner Perle geträumt? Was für Perle? Was laberst du da? Ich hab an niemanden geträumt. Ja, dann bin ich froh. Ich liebe dich. Du gehörst nur mir. Ey, was machst du da? Du hörst irgendeinen Song von irgendeiner Bitch in meiner Wohnung. Was für eine Bitch? Was redest du da? Da ist nur eine Frau, die eine schöne Stimme hat. Ach, jetzt hat sie auch noch eine schöne Stimme. Wirst du vielleicht auch heiß davon, wenn du sie hörst? Ist gut, ich höre keine Musik mehr. Alles gut, ist okay jetzt. Ja klar, jetzt wo ich dich erwischt habe. Guten Morgen, Herr Jones. Hallo Frau Schmidt, grüße Sie. Und, haben Sie für mich was vorbereitet? So,
ich habe soweit alles hier vorbereitet. Ja, und mit der anderen Immobilie, wie sieht's da aus? Meine Chefin ist da, hör auf damit. Genau. Bitte? Ja, ich habe hab ihr zugehört. Und was ist dann mit dem Architekten? Wir müssen natürlich die Ursache ganz von vom Kern ab. Willst du mich verarschen? Wer ist diese Bitch? Mit wem telefonierst du? Meine Chefin. Ich scheiß auf deinen Chef. Was telefonierst du mit meinem Mann? Wie bitte? Willst du mich verarschen? Hey, hör mal auf. Nein, mir ist egal, wenn diese Bitch... Ich werde gekündigt, Mann! Nein, wie soll ich mein Geld verdienen? Nein, also jetzt bin ich entsetzt, Herr Jones. Frau Schmidt-Zurich! Ist egal! Komm mal her, wir brauchen Frau Schmidt-Zurich, ich komme gleich! Hör mal auf, Mann! Es geht um meinen Job, es geht um meine Existenz! Ist mir scheißegal, ich werde die finden! Warte ab! Was treibst du? Warte ab! Geh einfach weg! Warte ab, diese Bitch wird noch sehen! Hallo Frau Schmidt, tut mir leid, das war ein Missverständnis. Was ist das bitte für ein Verhalten von Ihrer Frau? Das ist unmöglich! Sowas dulde ich nicht! Meine Frau, die spielt in einem Theater, die wollte mir ein Stück vorführen, wie gerade, das ist alles nicht echt gewesen, ja? Das will ich aber auch hoffen! Beim nächsten Mal sind sie raus! Nein, nein, das ist... Ja, wie dem auch sei. Wie sieht's aus? Ich will was sehen. Die ganzen Unterlagen werden dem Architekten auf jeden Fall erstmal vorgeführt. Und dann wird das... Margret, bitte! Wer sind Sie? Du kleine Bitch, was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich bring dich um! Hey, ich bring dich um! Was ist denn jetzt? Nein! Hey! Schatz, Mann! Lass sie los! Mein Mann, halt die Fresse! Ich bring dich jetzt um! Nein, nein, halt! Lass die los, du kommst in den Knast! Mein Mann, nein, nein, doch, springen Sie um! Nein, nein! Bleiben Sie ruhig, Frau Schmidt, bleiben Sie ruhig! Ihnen passiert nichts, Sie müssen nur ruhig bleiben, Frau Schmidt! Herr Jones, werden Sie dafür feiern! Warte Lass noch. Mich los! Warte nein. Noch mal, Schatz, tut mir leid, warum übertreibst du so? Oh. Reicht mir mit dir, ich bin jetzt weg, ich gehe. Warum, Schatz? Warte doch mal! Hey, Schatz! Schatz! Comediando Pizza! Jennifer! Jennifer! Guck dir mal den Jonas an. Was ist nur aus ihm geworden? Seitdem seine Freundin Schluss gemacht hat, ist er abgestürzt. Ey, Entschuldigung. Alles ein Euro? Alles ein Euro für mir? Jennifer, zur Hölle! Jennifer! Das hat keinen Sinn mehr! Jonas? Jennifer! Alles wegen dir! Younes! Jenny, was ist los? Was willst du? Bitte, komm runter da! Komm jetzt sofort, bitte! Mir egal, ich spring jetzt runter! Was machst du da? Komm jetzt runter, bitte! Bitte, Younes, komm runter! Alles wegen dir! Hast mich verlassen! Lass uns reden! Lass uns einmal bitte reden! Komm runter jetzt da! Aber nur ein Wort, ne? Dann komm ich wieder hoch! Nur ein Wort und dann komm ich wieder hoch! Oh, warte! Du setzt dich einfach hin, ohne mir einen Platz anzubieten? Was ist denn los bei dir? Hey, was denn, Schatz? Hast du das auch bei deiner Ex-Freundin gemacht? Bei der hast du bestimmt auch noch die Bank geputzt. Was redest du da? Was mischst du jetzt meine Ex-Freundin mit rein? Ich frag mich echt, ob du mich überhaupt noch liebst, so wie du dich benimmst. Boah, Schatz, setz dich doch einfach hin. Was ist los mit dir? Jetzt mal ganz ehrlich, eine Frage. Liebst du mich überhaupt? Ja. Wow, genau das meine ich. Und zum Glück habe ich alles in diesem Buch hier festgehalten. Was ist das? Was das ist, das wirst du jetzt sehen. Da, das hast du mir am 11. Januar vor einem Jahr geschrieben. Warum hast du überhaupt ein Buch von unseren WhatsApp-Verläufen? Vor einem Jahr, als ich dir noch geschrieben habe, dass ich dich liebe, hast du mir mit einem Roman darauf geantwortet. Und jetzt sagst du einfach nur noch ja. Mädchen, was stimmt mit dir nicht, Mann? Schatz, was übertreibst du da? Was übertreibst du da? Komm mal her, setz dich mal hin. Entspann dich mal ein bisschen, übertreib doch nicht immer die Lage. Ich lieb dich noch, ist alles gut. Ja, ich meine ja nur, du musst dir einfach nur mal ein bisschen mehr Mühe geben. Mir einfach ein bisschen mehr Liebe schenken. Ja, Schatz, ist okay. Ich werde mir in Zukunft ein bisschen mehr Mühe geben, okay? Hallo? Wow, du grüßt gerade einfach eine andere Frau, während wir beide gerade diskutieren? Ist das dein Ernst? Das ist eine Oma. Ist mir scheißegal, was du sagen willst. Wer ist diese Frau? Woher kennst du sie? Hä? Das ist die Oma von meinem Kumpel. Was redest du? Das ist eine Oma. Komm mal klar auf dein Leben. Was ist los? Was ist los mit dir?